In diesem Video stelle ich euch meine All-Time-Favorite-Lieblingsminiaturen vor. Sind es vielleicht ganz alte Miniaturen oder ganz neue? Sind es vielleicht Space Marines oder was ganz Abgefahrenes? Das sehen wir jetzt. Moini, ihr hippen Dudes und Dudarinas, herzlich willkommen bei der neuen Kategorie bei Dice, die da heißt meine Lieblingsminiaturen. Dabei soll es nicht immer nur um meine Figuren gehen, sondern logischerweise um Gäste, die ihre Lieblingsminiaturen vorstellen. Aber ich glaube, ich sollte dementsprechend einmal bei mir anfangen, damit wir wissen, auf welchem Stand wir ungefähr sind. Ich gebe zu, dass ich mich ein kleines bisschen inspiriert habe bei dem Thema, unter anderem bei Better Board Games, aber auch bei anderen Kategorien bzw. anderen YouTube-Kanälen. Dementsprechend gehen Grüße raus. Das ist ein ziemlich tolles Format, was ich sehr, sehr gerne gucke. Und ich dachte, man könnte das ja auch auf Miniaturen schieben. Aber bevor ich weiter rumlaber, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an bei meinen Top 10 Lieblingsminiaturen. Eine Liste, die komplett mega subjektiv ist und in keinster Weise irgendwas mit Aktualität, irgendwas mit Qualität zu tun haben muss. Und manchmal spielen da einfach auch nur Geschichten eine Rolle. Auf Platz Nummer 10 sind für mich die Short Trooper aus dem Spiel Star Wars Legion. Ich mag das Design der Sturmtruppen eh von Star Wars und das Design der Short Trooper, also der Strandtruppler, finde ich insgesamt ziemlich toll, seitdem ich sie das erste Mal in Rogue One gesehen habe. Die Übertragung der Miniaturen bzw. des Designs auf die Miniaturen, finde ich, ist sehr großartig gelungen. Die Minis strahlen irgendwie Kraft aus. Ich mag die Farbgebung, ich mag ihre Posen und ich mag sowieso dieses komplette Star Wars Trooper-Design. Die Miniaturen sind zwar aus PVC, dementsprechend sind es nicht die detailliertesten Figuren, aber ich finde die extrem toll gemacht von den Positionen. Die Details funktionieren trotzdem ganz gut und ich, also wie gesagt, eine Einheit, die ich richtig, richtig toll finde. So sehr, dass ich sie mir sogar zweimal gekauft habe, egal ob sie stark ist oder nicht, und noch nicht mal einen davon bemalt habe. Das liegt aber daran, dass ich an meiner ersten Truppe mir richtig viel Mühe gebe, was für so ein Massenspiel totaler Quatsch ist, aber eigentlich. Dennoch gebe ich mir sehr viel Mühe an den Figuren, weil ich sie so gerne mag und ich sie einfach so imposant finde und ich das Design unfassbar gerne mag. Die Short Trooper von Star Wars Legion. Galagark, der Raging Tarvox, ist meine Platz Nummer 9. Das ist eine Miniatur von Merse Miniatures, von der ich auch einige Sachen hier mittlerweile schon mal bei Dice gezeigt habe. Ich habe mir die Mini irgendwann einmal gekauft bei einem 50% Monster-Verkauf bei Merse Miniatures. Die haben ja häufiger mal solche Sonderangebote, wo man zwei Monster kauft und ein drittes umsonst bekommt oder Monster für 50% bekommt. Seit dem Brexit ist das alles ein bisschen teurer geworden. Ich habe damals vor dem Brexit zugeschlagen, da mussten also noch keine Importgebühren bezahlt werden. Und die Figur, um die habe ich mich schon Jahre irgendwie rumgeschlängelt und habe sie dann einfach irgendwann gekauft, als es dann soweit war, aber wirklich Jahre später. Die Miniatur oder eher Maxiatur ist eine alternative Version für eine Warhammer Fantasy Miniatur der Tiermenschen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das ein großer Minotaurus, im Endeffekt also so eine Mischung aus Riese und Minotaurus mit vier Armen. Das Modell finde ich in dieser Hinsicht sehr viel schöner als das von Games Workshop, weil das Teil einfach sehr viel dynamischer ist und man merkt einfach, dass es kein Multibausatz ist, wie es damals der von Games Workshop war, sondern ein Resin-Modell, das wirklich nur als dieses Modell dargestellt werden sollte. Der Kopf ist kraftvoll, das Monster brüllt, während es wild um sich rumschlägt. Also ich finde das Design echt, echt großartig, es strahlt eine ganze Menge Kraft aus und es scheint, als ob das Modell nicht nur durch die Gegend läuft, sondern gerade mitten in Action ist. Platz Nummer 8 ist für mich The Anathematics, eine Miniatur für die Combined Army aus dem Spiel Infinity the Game. Die Miniatur ist tatsächlich schon ein kleines bisschen älter, denn sie ist aus der zweiten Edition von Infinity und es gibt sehr, sehr wenig Infinity-Modelle, die noch aus der zweiten Edition tatsächlich übrig geblieben sind, weil ab der dritten und jetzt auch ab der vierten Edition eine ganze Menge Designs neu bearbeitet wurden, weil die Figuren auch größer geworden sind. Dennoch ist die The Anathematic ein Modell, was ich unglaublich geil finde. Ich habe es damals auch bemalt, nicht in dem Farbschema, wie es im Endeffekt angegeben ist. Das Studio-Farbschema ist grünlich. Ich habe es tatsächlich türkis und lila gemalt. Irgendwie mag ich diese Farbkombination sehr, sehr gerne. Und das Modell ist sehr, sehr geil. Es ist nicht mehr ganz aktuell nach ganz modernen Designmaßstäben, aber ich fand es immer schon ziemlich toll, wie das Monster, ich weiß gar nicht, was ist das? Die Anathematics. Das ist irgendwie so ein Bio-Roboter-ähnliches Teil, wie es da steht und die Kralle hochhält und dann diese Antennen rumgehen um den Kopf, um dann in so kleinen Stacheln nach vorne geführt zu werden. Das tatsächlich damals noch aus Metall. Ein ganz großer Bausatz. Ich finde den tatsächlich, also dieses Modell ist in meinen Augen wirklich zeitlos und zeigt oder hat zumindest damals schon gezeigt, was Corvus Belli in Metallfiguren gießen konnten und dass sie einfach Ahnung von Design haben.
Platz Nummer 7 ist eine Warhammer-Figur, und zwar der Hochgeborene der Waldelfen mit Zweihandwaffe. Warum gerade der? Ich weiß nicht, ich fand ihn ziemlich cool. Die Waldelfen damals in der 6. Edition, ich glaube, das kam damals in der 6. Edition raus, oder nee, doch, das stimmt, das waren am Ende der 6. Edition kamen die Waldelfen damals raus. Die hatten vorher noch ein 5. oder 4. Editionsregelbuch und haben ein komplettes Redesign bekommen, was die Miniaturen anging und auch die Spielart in der 6. oder am Ende der 6. Edition. Und da gab es nicht nur, dass die Standardtruppen neu gemacht wurden, sondern es wurden tatsächlich dann auch die Helden neu gemacht, und sie haben einen ganz neuen Stil an Modellierung damals gemerkt. Also gefühlt ist für mich der Release der Waldelfen eine Designänderung damals gewesen, beziehungsweise der Punkt, wo Games Workshop designtechnisch eine Änderung in sich gemacht hat. Die Figuren wurden ab dem Moment dynamischer. Sie fingen an, irgendwie nicht nur einfach so irgendwie rumzustehen oder irgendwelche normale Posen zu haben, sondern sie fingen auch an, rumzuspielen mit Designelementen, wie zum Beispiel, dass Magie ausmodelliert wurde oder Feuer ausmodelliert wurde oder kleine Geister irgendwie rangemalt wurde, und in dem Fall, dass im Endeffekt die Haare wie im Wind geweht haben, und das noch damals bei einer Metallfigur. Und genau dieses Modell, dieser Hochgeborene, der einfach da so steht und dem halbwegs die Haare sehr heroisch durchs Gesicht wehen, war für mich die entscheidende Entscheidung oder der entscheidende Grund tatsächlich damals, für mich die Waldelfen anzufangen, weil ich dieses Modell so unfassbar geil fand, und dann kamen die anderen Modelle auch mit dazu. Und ja, deswegen hat diese Figur für mich immer noch einen ganz besonderen Platz in meinem Modellherzen. Ja, dass ich die Waldelfen jetzt demnächst verkaufen werde, liegt aber auch daran, dass sie jetzt auch schon seit 10 Jahren unberührt liegen. Aber diese Figur werde ich auf jeden Fall behalten. The Others Seven Sins ist ein Brettspiel von Guillotin Games und Cool Mina Not. Und dort geht es darum, dass eine Sonderkommandoeinheit die fleischgewordenen 7 Todsünden aus der Stadt jagen müssen, um die Welt zu retten. Die Todsünde wird auch jedes Mal wieder von einem anderen Spieler gespielt. Das heißt, wir haben ein asymmetrisches Spiel. Ist so ein bisschen Dungeon Crawler-like, aber durch die Asymmetrie der Spieler ist das sehr, sehr spannend, das Spiel. Und das Design ist abgefahren. Der Spieler kann sich jeweils entscheiden, welchen der 7 Sünden er spielt, und dementsprechend hat er andere Figuren auf dem Feld. Und unter anderem gibt es natürlich auch Lust, also die Wollust. Und in jeder Box für jede Todsünde gibt es immer kleine Monster und ein Avatar, ein großes Modell. Und der Avatar der Wollust, The Avatar of Lust, ist eines meiner absoluten Lieblingsmodelle. Nicht nur, dass es im PVC gegossen richtig gut aussieht, die Qualität ist toll, sondern das Design ist so unfassbar eklig und verstörend. Also ich gucke mir diese Figur an und denke so, boah, ist das eklig. Also wirklich, das ist für mich ein extrem verstörendes Design, das genau das Gegenteil von Wollust in mir weckt, aber doch schon einige Elemente hat, wo man denken kann, ja, da ist schon die Pervertierung des Ganzen total mit drin. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das ein Modell ist, das vielleicht eine Altersfreigabe benötigt, weil es einfach so verstörend und irgendwie dann auch eklig und brutal ist. Also allein schon diese 3 Köpfe sind so verzerrt, und diese kleinen Babys, die da aus dem Bauch rauswachsen, das ist nicht für jedermann, aber ich finde es unfassbar beeindruckend, dieses Modell. Ich stehe einfach auf so einen Body Horror, finde ich großartig, und dieses Modell stellt Body Horror sehr, sehr gut dar. Wo wir beim Body Horror sind, Platz Nummer 5 sind für mich die Kakophonie für Warhammer 30.000, die Horus Heresy. Ja, tatsächlich, Space Marines sind bei mir in der Liste drin. Und die Kakophonie sind im Endeffekt von den Emperor's Children die Typen, die irgendwann wahnsinnig geworden sind und dann lautstarke oder sich Waffen gebaut haben aus Schall. Aus Instrumenten haben sie auf jeden Fall Waffen gebaut und haben sich dann überall mit Kabeln in die Waffen reingesteckt, um die Energien, die nach draußen geschossen werden, auch eigentlich mit absolut ganz, ganz, ganz weird. Auf jeden Fall sind die Kakophonie eine Art Space Marines mit Schallwaffen, die, dem man schon ansieht, dass sie vielleicht den Weg des Guten ein kleines bisschen verloren haben, denn sie haben sich überall Schläuche von ihren Waffen in die Köpfe und in die Helme reingepumpt, und das finde ich einfach extrem cool dargestellt, wie diese Space Marines wirklich am Anfang einer verheerenden Entwicklung sind. Und ich mag ja sowieso gerne, und das sage ich tatsächlich jetzt mal so, Space Marines, die Grund-Space Marines finde ich tatsächlich ganz toll, sie dürfen nur nicht so überladen sein. Und das funktioniert bei den Figuren tatsächlich ganz gut. Die sind nicht so krass überladen, der Fokus liegt natürlich ganz stark auf der riesigen Waffe, die sie vor sich tragen. Aber sonst sind sie ziemlich schmucklos gehalten, also nicht überall ganz wie Klimbim, in coolen Posen, und die Helme sind toll gemacht. Aber auch die Gesichter, die keine Helme haben, die sind schon komplett zerstört, weil sie einfach sich überall die Schläuche reinoperiert haben. Und auch das ist so ein kleines bisschen Body Horror, komplett gepaart mit diesem sehr eleganten Space Marine Design.
Auf Platz Nummer 4 ist ein Modell, dessen Namen ich nicht so wirklich aussprechen kann, deswegen ich lese es mal kurz ab. Sucirain of Desire oder auch genannt The Twins. Ein Modell von Creature Caster, das in den letzten Jahren, ich glaube 2017 oder 2018 ist das rausgekommen, was mich damals unfassbar beeindruckt hat. Dieses Modell zeigt im Endeffekt ein fast schon Dante-artiges Liebespaar, das aber zusammengewachsen ist unten. Also natürlich ist es ein bisschen dämonisch, ne? Also das ist ein Liebespaar, die unten einen Schlangenkörper haben, die aber unten auch zusammengewachsen sind. Und das ist auch wieder so eine Mischung aus Body-Horror und so ein bisschen, ihr kriegt das schon mit, ich mag so diese Body-Horror-Geschichte, aber ich mag auch diese Pervertierung von Lust und vielleicht auch hier und da so ein bisschen Romantik, Sexualität, das aber ganz weird, also da muss man über viele Ecken denken, um da ranzukommen. Dennoch hat diese Miniatur für mich keinen Wert als Spielfigur, sondern das ist für mich einfach eine Figur, die man hinstellt, weil sie aber auch eine gewisse Harmonie ausstrahlt und eine gewisse Romantik darstellt. Und allein das ist für mich schon toll, dass das man zwar bekannte Muster und bekannte Designs aus zum Beispiel Warhammer Slaanesh wiederfindet, aber dennoch das Ganze irgendwie in eine leicht romantische Richtung schiebt und dadurch ein ganz, ganz tolles Modell entstanden ist, das nicht nur vielschichtig ist, weil man überall kleine Details entdecken kann, sondern auch Fragen aufwirft. Und ich musste mich tatsächlich hier und da ein kleines bisschen an Dantes Inferno erinnern. Also nicht unbedingt an das Videospiel, aber im Endeffekt die göttliche Komödie. Da gibt es nicht direkt so etwas, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht eine Strafe sein könnte für ein Liebespaar, wenn es dann zusammengewachsen ist. Das ist ja irgendwie seltsam. Kommen wir zu unserer Top-Liste, die Platz 3. Auf dem untersten Treppchen ist wieder eine Figur von Infinity the Game für mich, und zwar Andromeda für die Fraktion Aleph. Ich mag die Fraktion, also ich spiele die Fraktion Aleph ja und ich mag die Fraktion auch, aber es gibt so eine Unterfraktion, die sogenannte Steel-Phalanx, die mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Und zu denen gehört Andromeda. Und ich finde, Andromeda ist ein Highlight nicht nur für Aleph, nicht nur für das ganze Spiel, sondern erst recht für die Steel Phalanx. Das ist im Endeffekt eine Figur, die gar nicht so mega imposant ist. Die Miniatur ist eine Frau, die eine Kapuze trägt und noch so ein Visor im Gesicht hat und gar nicht groß imposant durch die Gegend springt, sondern relativ ruhig steht und rechts eine Pistole hält. Und ihre linke Hand ruht auf dem Kopf eines, weiß nicht, mit Roboterhundes, Roboterlöwen, Roboterbeast. Ich würde sagen, irgendeine Roboter-Raubkatze, die neben ihr steht. Und die steht aber auch nicht irgendwie im Sprung oder mega brutal oder sowas, sondern die steht einfach da und guckt nach vorne und sie hat ganz locker ihre Hand auf den Kopf dieses Roboters gelegt. Und ich finde diese Kombination dieser beiden Sachen zusammen und die Kombination aus Metall und Stoff und den ganzen Ausdruck, den das Modell dadurch hat, finde ich großartig. Sie sticht ein bisschen aus den Infinity-Figuren raus, die ja meistens extrem dynamisch sind oder in Kampfposen sind, weil diese Figur hat absolut gar nichts im Kampf. Das sieht so aus, als ob sie einfach nur da steht, beobachtet und vielleicht gleich den Fastbefehl gibt. Aber da ist keine Anspannung, in beiden nicht, sowohl in dem Roboter als auch in Andromeda selber. Und irgendwie ist das ein Modell, was ich einfach auch ganz, ganz toll mir in einem Diorama vorstellen könnte. Platz Nummer 2 ist eine Figur, die ich tatsächlich auch besitze. Und die aus dem Jahr 2004 ist und mittlerweile bei eBay über 200 Euro einbringt, aber ich sie dennoch nicht verkaufen werde. Und zwar geht es um das Gamesday-Modell von 2004, der Archaon zu Fuß. Viele von euch, die neu eingestiegen sind, werden Archaon wahrscheinlich nur noch als Age of Sigmar-Figur kennen, der auf dem großen dreiköpfigen Drachen reitet. Archaon hatte aber tatsächlich damals schon während der Warhammer-Zeit, so ab der 5. Edition, wurde er tatsächlich eingeführt. Und in der 6. Edition war Archaon der Anführer der Sturm des Chaos-Kampagne. Das war genau 2004. Und es gab zwei Iterationen von Archaon. Einmal auf seinem Pferd, das gebäumt war und der das Schwert hochhält, was auch ein richtig tolles Modell war. Und ich musste überlegen, welches der beiden ich hier nehme. Und tatsächlich das Modell, wie er zu Fuß ist. Und die Modelle, beziehungsweise die Bases, waren damals ja noch für die Infanterie genormt. Chaos-Krieger-Modelle haben die großen Eckbases bekommen, während normale kleine Infanterie die kleineren bekommen haben. Und der Archaon zu Fuß ist tatsächlich fast schon zu groß für die Base, dass er an allen Seiten rausguckt. Es ist ein Modell, was ich extrem toll finde, weil es Kraft ausdrückt. Es zeigt die Präsenz von Archaon, wie sie da ist, mit diesem riesigen Schwert, mit dem riesigen Schild und mit dem Schwert, wie er ausholt und dabei nach unten guckt, weil seine Gegner normalerweise alle sehr viel kleiner sind. Dabei ist ja noch der Mantel, der weht. Ein wirklich, wirklich tolles Modell, an das mittlerweile noch ganz schwer ranzukommen ist und das auch nur noch aus Metall besteht. Ich habe es und ich bin ganz stolz darauf und es wird immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil ich finde, das ist das Modell, das ausdrückt, so müssen Chaoskriege aussehen. Bevor wir aber zum Platz Nummer 1 auf meiner Liste kommen,
möchte ich einfach nochmal ein paar Figuren zeigen, die es leider ganz knapp nicht mehr in die Liste geschafft haben. Deswegen nummeriere ich sie auch nicht durch, aber ich musste wirklich ganz viele Sachen rauswerfen. Wahrscheinlich hätte ich noch mehr drüber nachgedacht, wäre dann noch viele reingekommen. Aber hier sind zum Beispiel einige Figuren, die es knapp nicht in die Liste geschafft haben. Zum einen haben wir The Terror of Fortrio, die Chimäre. Eine Chimäre von Merz Managers. Ich würde sagen, es gibt viele Hersteller, die Chimären hergestellt haben, aber die von Merz Managers ist in meinen Augen eine der besten Chimären, die jemals hergestellt wurden. Ein Modell, das auch noch extrem teuer ist, habe ich nie besessen. Ich habe damals, als es rauskam, das muss auch Mitte der 2000er gewesen sein, habe ich gedacht, boah, das will ich haben. Oder Anfang 2010er. Das will ich haben, aber der Preis hat mich immer davon abgehalten, dieses riesige Resin-Biest mir anzuschaffen. Dann tatsächlich noch eine Freebooters Fate Miniatur und zwar Big Jenny. Big Jenny ist eine Piratenminiatur und zwar eine sehr kräftige Frau, die mit einer Pistole in der Hand dort rumsteht und relativ locker ihren Blick schweifen lässt. Big Jenny ist ein für mich sehr, sehr tolles Modell, weil es auch zeigt, dass Miniaturen, die weiblich sind, nicht immer unbedingt Modelmaße haben müssen und mega sexy dastehen müssen, sondern dass es auch wirklich Figuren gibt mit toller Hintergrundgeschichte tatsächlich und dementsprechend ein Charakter, der ausgearbeitet wurde, der eine sehr, sehr mächtige, sehr kraftvolle Frau darstellt, die, wenn man sie ins Spielfeld stellt, gerade bei Freebooters Fate, eine schöne Spielfeldpräsenz hat und man hat echt Angst davor, dass sie einen umhaut. Und dann tatsächlich knapp in die Liste haben es nicht geschafft, die Space Marine Intercessors. Und zwar nicht die, die man jetzt als Multipart-Bausatz hat, sondern die Easy-to-Build Intercessors, die man entweder aus der ersten Grundbox hat oder in so einem Dreierbox Easy-to-Build. Warum gerade die? Ich kann es nicht sagen. Ich finde, dass die A noch... Ich mag ja sowieso die Primaris Space Marines ganz gerne, von der Grundidee her, weil die ein bisschen cleaner sind und nicht mehr so überlastet und überladen mit hier ist noch ein Insignie und da ist noch ein Reinheitssiegel und so weiter und hier noch eine Kette, sondern die sind wirklich plain, die Rüstung und die Waffe. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, boah, das sind Space Marines, die ich richtig cool finde. Und die Intercessors, da gab es halt, wie gesagt, diese Easy-to-Build-Dinge und die nehmen genau diesen Design-Stil mit weiter. Die stehen einfach wirklich dann so da oder wirklich haben eine schöne Kampfpose eingenommen, ohne dass sie extrem überladen sind und dementsprechend fand ich die ziemlich toll. Und wem man auch nicht vergessen darf, das ist eine Figur, die für mich ganz knapp nicht reingekommen ist, die für mich aber damals den Startschuss gelegt hat, mit Tabletop anzufangen und dann auch damals bei Warhammer die Chaoskrieger anzuspielen. Und zwar ist das der Chaoskrieger aus HeroQuest. Tolle Figur, heute natürlich komplett veraltet vom Design her, aber dieses Design hat mich damals zum Chaos gebracht. So, auf Platz Nummer 1 ist auch eine Miniatur, die man eher zu den Boutique-Figuren sehen kann, weil es eigentlich keine Figur ist, die zu einem eigentlichen Spiel gehört und auch mittlerweile ausverkauft ist. Und zwar geht es um die Miniatur Narok von Black Sun Miniatures. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich so ein kleiner Slanish-Freund bin und das ist eine wunderbare Alternativfigur für mich oder ich habe sie mir damals gekauft als Alternativfigur, um zum Beispiel einen Dämonenprinz oder einen erhabenen Dämon darzustellen für Slanish. Narok ist eine, also greift auch tatsächlich diese Slanish-Designs wieder mit auf, mit einer männlichen und einer weiblichen Brust, also diese Androgynität, die mit aufgebaut wurde, kombiniert mit noch so ein ganz klein bisschen weirden Horror-Elementen drin. Und zwar gehen die Designer einen Ticken weiter als damals Games Workshop, was die Nicht-Greifbarkeit oder die komischen Körperdesigns angeht, die seltsam irgendwie wirken. Zum Beispiel hat Narok keine Füße, sondern die Füße gehen in die Spitzen oder werden zu Spitzen runter, was allein das Kleben schon ganz schön schwierig gemacht hat. Zusätzlich hat die Figur einen Undercut an der Seite, guckt schön zur Seite, während sie eine große Klinge trägt und zwar nicht nach vorne im Kampfbereitschaft, sondern sie wirkt irgendwie suchend, während sie die Klinge nach hinten hält. Und vom Gesicht erkennt man gar nicht so viel, weil die Miniatur ein Tuch vor dem Gesicht hat, beziehungsweise vor dem Mund und vor der Nase hat. Und dieser Gesamteindruck ist es, der mich damals hat sagen lassen, boah, das ist eine wunderbare Figur, die ich mir damals gekauft habe. Ich habe sie auch zusammengebaut. Tatsächlich habe ich mich noch nie herangetraut, sie zu bemalen, aber irgendwann werde ich das mal machen, weil das ist für mich immer noch eine der liebsten Figuren, die so viel miteinander vereint und für mich tatsächlich auch noch als Spielfigur genutzt werden kann. Ja, das waren sie, meine Top 10 Lieblingsfiguren. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mal eure Lieblingsfiguren in die Kommentare. Was habe ich vergessen? Was hätte unbedingt reingemusst? Und vor allem, schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr gerne im Interview hier sehen würdet, wer seine oder ihre Top 10 Lieblingsminiaturen darstellen soll. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Und ihr wisst ganz genau, Deist abonnieren und immer nett in den Kommentaren sein. Denn sonst gibt es Krav Maga für alle. Macht's gut.